Svetlana, blondi grush, pleli, malen Darf ich jetzt tatsächlich anfangen? Erstmal mit einer Überraschung anfangen. Ich habe selber nie Sorbisch gelernt, war aber Schauspieler am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen und habe in der Meinung sorbischer Schauspieler sorbische Texte gelernt. Texte lernen ist aber was anderes, das ist wie Papagei. Das hat mit Kenntnis der Sprache nichts zu tun. Aber ich kann sagen, Dobrovetschuk, Jasin Begerec Michal und Schinsch Deutsch Zesch. Übersetzt du bitte mal? Mach, was du willst. Mach, was du willst. Das erste hieß, ich heiße Micha Becker und ich habe guten Abend gesagt. Und damals auf der Bühne war es mehr Text. Und die Tragik war damals an diesem deutsch-sorbischen Theater, dass wir deutsche Schauspieler, das ist ja ein deutsch-sorbisches Theater, das gibt es ja noch, das ist das einzige Nationalitätentheater in der DDR gewesen, auch jetzt in Deutschland. Milovic und Uhnsorg zählen wir mal nicht dazu, das sind nur Mundarten. Na, jedenfalls haben wir das sorbische Ensemble mitunter verstärkt und haben Sorbisch gelernt, wie ich eben sagte. Und nun kommt die Tragik der Sorben, der kleinen Völker. Im Zuschauerraum abends saßen Menschen, also vorwiegend sorbischer Herkunft, und haben sich das simultan in Deutsch angehört. Das ist die Tragik, also man kann sie gar nicht größer beschreiben. Das Sterben einer Sprache und einer Kultur, die auch ich mitgeholfen habe aufzuhalten, dieses Sterben aufzuhalten, was aber schier vergeblich scheint. Durch die Assimilation, alle Schauspieler auch in Bautzen, die einigermaßen über den Zaun guckten, auch wie ich, gingen dann weg und meine sorbischen Kollegen saßen eben dann in der Tinte. Und natürlich kann man das einem sorbischen Schauspieler nicht verdenken, dass er dann nach Halle oder nach München ging oder vielleicht nach Österreich, das große österreichische Theater. Ich möchte mich vorstellen, ich heiße Michael Becker, bin 70, war mein Leben lang Schauspieler, bin aber ein ausgebildeter Melker und war wie Gregor Gysi, mein Freund, auf der gleichen Schule bei Strausberg. In Prenko haben wir den Facharbeiter als Melker abgelegt, neben dem Abitur. Das war in der DDR so gewollt, so gewünscht, so üblich. Und wie ich heute finde, war das sehr gut, dass wir, also ich zum Beispiel, ein Schauspieler oder eben Gysi als Politiker mal in die Scheiße reingebrochen haben. Und wir mussten Kühe melken, Schweine beim Abferkeln zugucken. Wir haben also alle Abteilungen dieses Volksgut in Trebatsch, ich, durchlaufen. Das hat mir nicht geschadet. Ich glaube, das fördert auch so eine Bodenhaftung. Das ist vorbei, aber ich glaube, jetzt erfindet man das wieder, dass die Schüler so ein bisschen Beziehung zur Realität kriegen. Ja, alles andere, denke ich, werden wir heute Abend im gemeinsamen Gespräch erweitern, abkürzen, beenden. Sie dürfen mich alles fragen. Ich verstehe mich hier nicht als Referent, der nun steif sein Ding runterzerrt, sondern ich möchte ein bisschen was von meiner großen Liebe zu Strittmatter zeigen. Das ist aber der letzte Auftritt, Mäuschen. Wir machen dann Schluss, ne? Ja. Ja. Während der Lesung wird nicht bedient. Nee, das ist einfach so. Hinterher und vorher, das war ja genug Zeit, sich zu füllen. Dankeschön und jetzt ist Schluss, ne? Ja. Okay. Schönen Applaus. Ja. Ja, ich bin Schauspieler geworden, obwohl ich ein Kind einfacher Leute bin. Wie Strittmatter, der nie was geworden ist, der nie was geworden wäre, wenn er nicht in der DDR gelebt hätte. Er hat also das Abitur verkackt, also auf dem Gymnasium dem Lehrer eins in die Schnauze gehauen und wurde entlassen. Der hat dann kein Studium, wie Eva, seine Frau, die hat ja Romanistik und Germanistik studiert, ist eine hochintelligente Frau. Strittmatter war immer irgendwo, aber nirgends so richtig. Und was sollte daraus werden? Ein Schriftsteller, der ganz viel Erfahrung hatte. Und ihr wisst, wovon ich rede, denn ich glaube, ihr seid alle so ähnlich. Vielleicht habt ihr anständige Berufe, aber normalerweise wird man, wenn man zum Künstler gerät, wird man das über große Erlebnisse, die man ganz anders aufnimmt, als das der gewöhnliche Mensch aufnimmt. Schön, dass Sie da sind. Ich habe gehört, Österreich ist da toll. Ich habe auch München schon gehört. Dann meine Freundinnen und Freunde hier aus der Sorbei, die ich kenne. Was habe ich noch gehört? Aus Bursdorf ist ja eine Freundin von mir aus dem Laden, wo der Originalladen von Strittmatter zu besuchen ist. Wenn ihr noch nicht da wart, dann müsst ihr unbedingt hin.
weil da habe ich jetzt das große Glück gehabt, im Sommer nicht, zu spielen. Da haben wir Szenen aus dem Laden gespielt. Willst du jetzt spielen oder was? Ich gucke mal so rein. Was guckst du? Musiker. Was? Wo der Musiker bleibt. Ach was. Da sitzt das. Ja. Hier, bleib mal wieder sitzen, das stört jetzt, wenn du mir so guckst. Ja. Ruh dich aus, bist gleich dran. Jedenfalls konnte ich das doch an Ort und Stelle spielen, aber ich habe... Was macht ihr jetzt? Er fürchtet sich, sonst herzukommen. Jetzt. Nein, komm mal her jetzt. Also dieses Hin und Her mag ich ja nicht. Was macht der Nuno? Männer oder Herren, wir wollen ja reinkommen. Ja, absolut zu albern, wir wollen ja vorwärts kommen. Nicht? Ihr wollt ja noch nicht ewig. Wir sitzen, ihr wartet schon so lange. Kommt der oder kommt er nicht? Ja, du kommst doch. Beifall für den So, willst du gleich mitspielen oder was machst du jetzt schon wieder? Also ich muss erst mal ankommen. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Also wenn der Münchner Kollege, wo ist der Münchner Kollege? Das ist ein original Karl-Valentin-Auftritt. Ja? Würdest du zur Schule kommen, Herzblatt? Dann ist es kein Stunde mehr frei. Tut mir leid. Ach, guck die hin. Ach nee, ich glaube die Geige, die will, dass ich stehe. Du hast den Schmick jetzt ein Lied, sonst wäre ich hier Wahnsinn. Spiel was. Früher stehst du, sonst mir niemand. Ich lebe, ja, ich bin. Sie nicht, ja, sonst lebe, ja, war. Aber ich war mal zu jung. Star ist dir, sonst wie Mama. Muslims leben gut machen. Und vielen anderen richtigen Erdenmenschen, mit denen Erwin leben gelernt hatte und schreiben gelernt hatte. Über Erwin Strittmatter zu schreiben ist einmal behauptet worden, er knete die Sprache, bis sie sich füge dem Gegenstand und dem Leser.
Strittmatter war wohl im besten Sinne ein bildhafter Fabulierer. Aber gilt das auch für seine Tagebücher? Nirgendwo in seinem Werk äußert sich Erwin Strittmatter so derart offen und intim wie in seinen Tagebüchern aus den Jahren 74 bis 94. Unter dem Titel Der Zustand meiner Welt sind sie im Aufbau Verlag erschienen, Berlin. Dem Schauspieler Michael Becker sind Strittmatter und seine Figuren nahe. Schließlich fand er 2012 mit dem Großvater Matthäus Kulka in der Inszenierung Der Laden am Staatstheater Cottbus seine Traumrolle. Wenn er nun aus den Tagebüchern liest, dann sucht er gemeinsam mit den Zuhörern, sich über das Wort, die Stimme und die Geste ein Bild zu machen über diesen widersprüchlichen und kritisch beobachtenden Erwin Strittmatter. Wir haben gemacht Lesung 1, immer volle Bude. Ich wollte diesen Start nicht verraten. Lesung 2 war, ob die wirklich mitgemacht haben, das stelle ich noch dahin. Und Lesung 3 war, aber diese Bücher, ich weiß nicht, ob sie etwas bewegen. Ich glaube, dass Bücher wirklich nichts bewegen. Das glaube ich wirklich. Das hat er zum Schluss gesagt. Als ich diese Tagebücher an diesen 3 Tagen lesen konnte, war das Publikum überrascht, aber auch ich überrascht über diese wahnsinnige Ehrlichkeit von Erwin. Ich kann Ihnen diese Tagebücher nur ans Herz legen. Sie werden in einen ganz anderen oder einen viel vollständigeren, echten Blick auf den Erwin Strittmatter erhalten, aber auch auf den Niedergang der DDR aus einer kompetenten Sicht, ohne Häme, ohne Hass. Ganz einfach so wie es war. Erwin Strittmatter war in 38 Sprachen übersetzt worden, außer, wie er bedauerte, ins Westdeutsche. Das hing aber nicht nur mit der missbilligenden Geringschätzung des Westens zusammen, sondern vielmehr mit Geld, wie immer. Rechten Valuten. Die sozialistischen Länder ließen ihre Literaten, wie wir unsere dort umsonst drucken und verlegen. Eine vergangene Zeit. Großvaters Welt. Großvater wurde 90 Jahre alt und ich sah ihn nie mutlos, nie kraftlos. Auf seinem Totenbette prügelte er sich noch mit einem jungen Mann, der ihn zuzeitig beerben wollte und ihm die Uhr wegnehmen wollte. Die Uhr und der Kalender waren Großvaters Navigationsgeräte durchs Leben. Wenn im Frühling der Kopfsalat im Garten einwuchs und der Wind mit den zartgrünen Blättern spielte, so hieß es bei Großvater, vorwärts geht's, der Salat spielt schon mit die Ohren. Die Tiere hatten für ihn eine ins Menschliche übersetzte Sprache. Der Kater vor dem Scheunentor sagte zur Katze auf dem Heuboden, Katharina, komm mal raus, komm mal raus. Der Hengst rief seiner Stute zu, hier bin ich, hier. Und die Kohlmeise sagen, hier sitze ich fein, hier sitze ich fein. Die Krähen ermunterten im Winter einander, Knochen, Knochen, Knochen ab, Knochen ab. Und die Schwalbe sang im Sommer am Haus, Hosen flicken, kein Zwirn, kein Zwirn. Der Grünspecht schrie nach Großvaters Auslegung im Frühling, und im Herbst, strick, 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 strick. Der Täubergurte hebt den Rock hoch, hebt den Rock hoch. Und der Goldammerhahn sang im Birkenwipfel, wie, 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 hab ich dich lieb, wie, 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 hab ich dich lieb. Manchmal meine ich, Großvater sei ein großer Dichter gewesen, einer, dem sein hartes Leben nur keine Zeit ließ, das alles aufzuschreiben. Eine Szene aus dem Laden. Die Männer kommen aus der Grube Felix und haben Durst. Früh, der Laden verkauft Bier, ohne Konzession. Der Dorfscherif wacht darüber und scheißt die Kulkas regelmäßig an. Trotzdem läuft das natürlich irgendwie doch. Kulka kommt raus und sitzt
sieht die sitzenden, auf den Fässern sitzenden Kumpels. Morgen, Männer! Na, Bierchen schmeckt schon zum Frühstücken, wie? Morgen, Herr Kulka, wollen Sie jetzt mittrinken? Nee, ich hatte ja den Suftteil in mir ausgetrieben. Ihn für alle Mal, Herr Kulka, ihn für alle Mal. Das war ja schon so weit, dass ich morgens auf dem Kutschbock saß, mein Deputat getrunken habe und plötzlich hör ich den Suftteil mir ins Ohr flistern, ihn hieb, nimmst du noch mal das? Nö, nein, nehm ich nicht. Doch, nimmst du? Nö, doch, nee. Und immer so weiter, bis ich mir plötzlich selber sagen höre, na gut, den Hieb nehme ich noch. Na und dann haben sie mir aus die Brauerei rausgeschmissen. Und seit dem Tag habe ich den Suftteile ausgetrieben. Ein für alle Mal. Prost, Männer! Könnt ihr euch gleich schon mal zwischendurch das machen? Und jetzt komme ich zum Panache-Move. Ich habe natürlich, ihr habt den Film noch nicht gesehen, wolltest du endlich zeigen? Den Strittmacher? Alles nicht geklappt. Ist ja du machst das. Also Strittmacher selber hat in einem wunderschönen Schwarz-Weiß-Film auch zu dem Thema Panache-Move, also so wir quatschen, so wie bei uns zu Hause, gesprochen. Und ich habe nun, als ich diese Rolle erarbeitete, in meinem Staatstheater Cottbus einen großen Kampf ausgefochten mit meinen Kollegen, weil jeder sagte, so spricht man oder so spricht man nicht. Ich, der ja mal aus diesem Dorf, aus diesen Dörfern komme, aus diesen sorbischen, sorbisch gefärbten oder vermischten Dörfern, ich weiß, wie meine Großeltern gesprochen haben. Das war Panaschemu. Das war ein bisschen sorbisch, ein bisschen schlesisch, ein bisschen berlinisch. Cottbusser soll es eigentlich auch geben, so eine Art Cottbusser Dialekt. Ich weiß es nicht, aber ich habe das durch Oma und Opa und meine Anverwandten so aufgenommen, unbewusst als Kind, dass ich prädestiniert war, die Rolle so zu spielen. Und die meisten sagten, genau so war's. Bis auf ein paar, die gesagt haben, genau so war's nicht. Also ich habe dieses Panache, das Strittmatter ja auch geübt hat, was er ja auch bewahren wollte und also als zu bewahrendes Kulturgut ausgegeben hat, was es ja wahrlich ist. Ich habe das tatsächlich mitgepflegt, denn meine Oma zum Beispiel war keine Sorbin, aber die lebte mit Sorben hier in diesem Gebiet. Ich bin nämlich aus Lieberose, das ist hier in der Gegend irgendwo. Da hat die gesagt zum Beispiel, das sind so Sachen, die natürlich bei uns niemand spricht, wenn er jung ist. Jungchen, gestern war ich mit Radnacht die Stadt gemacht. Das heißt, ich war gestern mit dem Fahrrad in der Stadt und so weiter. Und das hat mich geprägt. Und deswegen war ich mit der Schnauze eigentlich genau richtig. Vor allen Dingen finde ich, das möchte ich bei Ihnen auch loswerden, es ist gar nicht so genau notiert, wie das Sorbische in dem Dorf ist oder in dem anderen. Durch die Assimilation ist das so vermanscht und vermischt. Die streiten sich ja meine Sorbischen sogar, wie die Schleife getragen wird, links, rechts, an der Seite oder ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Also da gibt es bis aufs Blut Kämpfe, die scheinen lächerlich, aber es ist ein ganz großer Kampf, um das bisschen, was noch da ist, es zusammenzuhalten. Ich habe jedenfalls mit meinem Großvater Kulka viel Freude bereitet und das möchte ich heute Abend auch noch. Also, der nächste Text. Und das sind Ratschläge von Großvater an seinen Jungatzko, an seinen Enkelsohn, der Erwin hieß und eben in dem Laden in der kleine Jungatzko ist. Eine Krankheit auch noch pflegen, das Kinder eigentlich so passen, sagte mein Großvater, wenn er krank war, zog sich die Stiebel an und ging arbeiten, bis er schwitzte und wieder gesund war. Es hieß im Dorf, die Deutschnationalen sagten, dass vor dem Strittmeisters Haus, dem Laden, stehen drei Eichen. Die deutschen Eichen heißt das. Großvater, am Arsche! Eichen heißt das. Wachsen auf sorbischer Erde, werden sie wohl auf Sorben sein. Herr Kleine, warum, Großvater? Warum? Weil ich's dir sage, Jungatzko, aus! Ein weiterer Ratschlag, dem Großvater war der Einzige, der Geld zusammenhielt. Alle anderen waren verschuldet und konnten gar kein Geld halten.
Er sagte, Junge, pass auf, von die Waage hängt ab, ob eins zu Gelde kommt oder nicht. Bist du nicht genau, verlierst du Haus und Hof. Bist du zu genau, da läuft dann die Kundschaft weg. Ein Spiegel ist aus Glas, das kommt aus der Erde. Auch du bist Erde, Esau, und wirst wieder Erde, wie wir alle. Wieso, Großvater? Von manches wissen wir zu viele und von zu viele wissen wir zu wenig. Nun ganz gut. Die Macht des Wortes. Jedes Jahr setzte Großvater vorgezogene Kürbispflanzen in Kompost und zog große gelbe Kürbisse für den Winter. Der Komposthaufen war auf den Felde. Durch die Felder schlichen zuweilen redliche Menschen, wenn man den Worten der Bibel trauen kann. Sie säten nicht und sie ernteten doch. Und deshalb nächtigte Großvater, wenn die Kürbisse reiften draußen. Er breitete seine blaue Schürze aus, legte sich hin und schlief im Reingras. Und da er beim Schlafen schnarchte, waren die Diebe gewarnt. Eine Weile ging's gut. Aber Großmutter war noch eifersüchtig. Sie wollte kein Mannsbild, das nachts umherziegeinerte. Denk an den Winter, denk an dein Rheuma. Ich reib da nicht ein, wenn's dir wieder quälen tut. Im Grase liegen bist doch kein junger Rehbock nicht. Großvater nahm seine Schürze und ging zu Großmutter in die Kammer. Doch bevor er das Feld verließ, nahm er sein Taschenmesser und ritzte in alle Kürbishäute gestohlen beim Kulka. Die Kürbisse wuchsen, Großvaters Schrift wuchs mit gestohlen beim Kulka. Die Diebe umschlichen den Komposthaufen und ließen die Kürbisse, wo sie waren. Großvaters Buchstaben wirkten wie Zauberbohnen. So ähnlich soll Literatur wirken. Und hier eine ganz kleine witzige Szene aus diesem wunderbaren Stück. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, Der Laden. Das ist auch ein ganz großartiger Film geworden. Aber wir haben eben am Staatstheater Laden 1 und 2 an zwei verschiedenen Abenden gegeben. Ja, wir waren glücklich, die Zuschauer waren glücklich, es war immer gut besucht. Das, wer dabei war, kann es bestätigen und wer es nicht bestätigt, der möchte bitte gehen. Eine kurze Szene wieder zwischen Großvater und Esau, dem Enkelsohn. Großvater, warum gibt es einen Egalstreit ums Geld? Weil zu wenig von da ist. Naja, eigentlich ist schon genug da. Aber die einen haben zu viel und die anderen haben zu wenig. Deshalb ist so viel Streit in die Welt. Davor kannst du nicht weglaufen. Nirgendwo hin, Großvater? Nee, das Geld ist überall. Und Gott? Gott? Soll Gott nicht darüber wachen, dass es gerecht zugeht auf der Welt? Wie Pastor Kockisch immer predigt? Ach, der Pastor, was ist denn der von Gott? Was hat wichtigere Dinge zu tun, als sich um die Gier von uns Menschen zu bekümmern? Was denn für Dinge? Was weiß ich? Gott muss sich doch ums Weltall kümmern, all die Sterne und Planeten. Da hat er genug Bekümmerung. Hat er uns vergessen, Großvater? Nee, Jungchen, wieso denn? Sieh dir doch mal um, ist doch alles da. Himmel und Erde, Acker und Wald, Fluss und See. Wenn wir es nicht besser bewirtschaften tun, dann kann der Gott nicht dafür, gar nicht. Die Brille. Großmutters Augen bekamen Mucken. Sie sahen die Stäubchen auf der Sonntagsbluse und die Nähnadellöcher nicht mehr. Wir Kinder fädelten ihr die Näh- und Stopfnadeln ein. Ob ich mir eine Brille zulegen tue?
So ein Quatsch braucht man keine Brille nicht, sagte Großvater. Eines Tages würzte Großmutter die Kohlrübensuppe statt mit Pfeffer mit Schießpulver, das Großvater für das Osterschießen im Küchenschrank aufbewahrte. Großvater spuckte und die Kohlrübenstückchen flogen in der Stube rum. Was Schweinchen, ihr vergiftet! Der Suppentopf flog zum Fenster raus. Großmutters Grille wurde fällig. Großvater gab ihr eine abgelegte von sich. Die Brille passte natürlich nicht für Großmutters Augen. Er wird schwindelig, sagte sie. Großvater, freilich, freilich, durch die Brille sieht man den Schwindel hochgräser. Großmutter war beleidigt. Sie fuhr zum Onkel in die Kreisstadt und blieb eine Woche dort. Und Großvater, der gern prozessierte, schrieb ihr einen Brief. Hiermit fordere ich, der Endesunterfertigte, hier auf, sofort, hier selbst zurückzukehren, andernfalls ich mir in den Fall der Anklage versetzen tu. Matthäus Bulker kusset. Und über das Briefblatt schrieb Großvater: Letztmalige Aufforderung! Großmutter kam mit einer Brille zurück. Große, runde Gläser saßen in einem vernickelten Gestell rechts und links von Großmutters Punktnase. Großmutter sah aus wie ein Schleiereulchen und machte ihren ersten Rundgang mit ihrer neuen Brille durchs Dorf. Sie besuchte ihre Klatsch-Pankas und besah sie sich nun zum ersten Mal durch die neue Brille. Gottchen, Berka, wie bist du alt geworden? Die Zeit, wo ich nicht hier war. Die Klatschbase besah sich Großmutter und sagte, der Herr, steh mal beide, 10 Zentner Brille und keine Nase nicht. Großmutter kam recht unzufrieden von ihrem ersten Rundgang durchs Dorf mit der Brille zurück. Nee, wie alt und runzlig die alle schon sind. Und unser Eins immer noch fidel und jung. Fast eine Schande. Sie besah sich mit der neuen Brille im Spiegel und wurde stiller. Sie drehte sich und besah sich von der Seite und wurde noch stiller. Großvater grinste nur in sich hinein und sagte, Amen. Da tat Großmutter die Brille herunternehmen und setzte sie fortan nur beim Strümpfe stopfen und beim Essen zubereiten auf. Eine weitere kleine Szene aus dem Laden. Alle sitzen am Tisch, Gebäck, Knullen und Quark mit Leinöl. Und Gespräche beginnen und enden natürlich im Streit, wie in jeder guten Familie. Esau, wieso müssen wir uns vor die Mittagsfrau hüten, wenn sie in der Mittagszeit zwischen 12 und 1 am Felde vorbeikommt? Großmutter, die sieht so furchtbar aus, dass eben der Schreck in die Beine fahren tut und man nicht mehr weglaufen kann. Und dann nimmt sie ihre riesige Sichel und schneidet euch die Kette ab. Hör auf mit dem Gewäsch. Wie sieht sie denn aus, Großvater? Mir ist sie Gott sei Dank noch nicht begegnet. Großmutter? Aber die Leute sagen, sie trägt ein schneeweißes Kleid mit Kapuze, hat pechschwarzes Haar und einen Pferdefuß. Aber das Schrecklichste soll der Sense und der blutige Sack mit der Köppe sein. Und je näher sie dir kommt, desto größer wird sie. Kann man denn nicht fortlaufen vor sie? Fortlaufen? Nee, die holen wir immer wieder ein. Aber, Großvater, aber, Jungatzko, wenn ihr eine Stunde was erzählen tust, dann kannst du dir vor ihr retten. Danach hat sie keine Macht mehr über dir und muss dir ziehen lassen, verstehst du?
Jetzt hör endlich auf mit dem Sorgengewäsch. Was soll ich die Mittagsfrau denn eine Stunde lang erzählen tun, Großvater? Tja, Jogatzko, da muss da was einfallen lassen. Du willst doch den Tisch da beherrschen. Großvater war im Grunde genommen der Einzige, der den Esau, seinen Enkelsohn, verstand. Und der Enkelsohn verstand Großvater. Strittmatter hat viele Frauen geliebt, viele Frauen gebraucht, verbraucht, glücklich gemacht. Und Großvater war aber, glaube ich, seine einzige wirklich durchgestandene Liebe. Die beiden waren nie füreinander geschaffen. Und ich hatte das große Glück, mit einem tollen Schauspieler, dem Wesler, der jetzt viel filmt, diese Rolle zu spielen. Er war schon 30 oder so, als er den Esau spielte. Er spielte den kleinen und auch den erwachsenen Esau. Und im ersten Teil war ich sein Großvater, wie ich eben so war. Und im zweiten Teil starb ich gleich in der ersten Szene. Die Szene spiele ich immer vor nachher. Und bin dann, weil ich aber es so wollte, wir haben überlegt, wie können wir denn etwas tun, dass der nicht, der ist tot, ist er weg. Ist in der Kantine und säuft. Also und da haben wir den schönen Bühnen- oder Theatertrick gemacht. Ich gehe als Geist durchs Stück und bin immer bei meinem Esau und verlasse ihn nie als guter Geist, als der Großvater, der immer von oben zuguckt und sagt, Jungchen, lass, Jungchen, mach, vorwärts, zurück. Das, was man sich so wünscht, also das, was im, ist eine Metapher, aber das hat eben funktioniert. Auf dem Theater kann man das ja machen, man stirbt und in der nächsten Szene steht man wieder da, als Schatten oder als Freund, als der Opa, der den Jungen begleitet. Jetzt kommt die Szene, Kulke, heute kann er, ah ja. Großvater war, wie gesagt, immer auf dem Gelde sitzend, geizig natürlich, aber er hatte eben das Geld zusammen. Die Post ging pleite, wie die Mutter leitete, die hatte auch nur Forts im Koppel. Die wollte immer Rüschen verkaufen auf dem Dorf, hatte die Nase so ein bisschen nach oben und wollte Berlin sein. Und das auch in der Publik, wenn sie mal da waren. Das konnte nicht gut gehen. Sie blieb auf ihrem Zeug sitzen. Keiner kaufte das. Sie hat sich also immer verschätzt und vergaloppiert. Also das Gewerbe ging runter. Die Post haben sie abgenommen, weil es auch immer was. Also es ging nicht redlich zu Berlin. Und das war alles so, dass Großvater eben der Einzige war, der durchsah. Und der eben auch unter anderem erlaubte, dass dort Bier ausgeschenkt wird, obwohl sie die Konzession nicht hatten. Und als der Sheriff wieder mal kam zur Kontrolle und Opa auf dem Klo saß, war zum Scheißen in das Herzchenhaus gegangen, das kannst du heute alles noch beobachten oder besichtigen. Und da schrie er dann, als der Bulle weg war, also der Dorfsheriff, es ist schon so weit, dass man immer mehr seine Zigarren auf dem Klo in Ruhe rauchen kann, ohne dass der Staat sein Wäschel reinstecken kann. Schöne Freiheit, die wir jetzt haben, dafür sind wir nicht im November auf die Straße gemacht. Voll Teufel! November? Bei uns war im November in Deutschland immer was los. Also es ist nicht der DDR-November, das war der November davor. Aber auch da war schon die Kacke am Dampfen. Die war wirklich immer am Dampfen. So, das war ein kleiner Ausbruch. Großvater aus dem Klo. Das nächste ist jetzt vielleicht wieder ein kleines Lied von euch. Und jetzt wünsche ich mir was Russisches, weil ich da gerne mitsingen würde. Denn im Gegensatz zu Sorbisch, Russisch habe ich richtig von der Pike auf gelernt. Und überall, wenn wir beim Gastspiel waren, war ich Dolmetscher. Weil ich liebe die Russen, die Slawen sowieso und die Polen. Und die hassen sich alle wie die Pest. Das kotzt mich so an. Ich tue auch dafür ganz viel, dass ich also künde von der Freundlichkeit, der Gastfreundlichkeit, der Liebenswürdigkeit der Russen, der Polen und der Sorben, mit denen ich sehr lange leben darf. Aber natürlich. Vielleicht kann ich mitsehen, was ich bestimmt. Thank you.
schön, aber nicht viel zu schoben, weil ihr Lieben, das ist immer. Doch, das könnt ihr. Wer ist so schief, sag du. Moment. Oh, gut, okay. Aber nur eine Stunde. Zwei. Ja, gut, zwei. Aber nicht 17. Vier ist zu lang. Das war zweieinhalb. Zweieinhalb ist zu lang für die Lesung. Wer ist so schief, sag du. Alte Schau. Das Rauchen geht mir nicht, aber mitunter habe ich den Abend doch irgendwie. So, jetzt spiele ich euch den Tod vor, die letzte Szene. Großvaters Tod, Winter, es schneit, Wind, Nebel, Dezember 45, während Esau im Licht der einsamen Kerze, da liegt wirbelnd Blätter umher. Esau,
Großvater. Er berührt den Großvater, zieht ihn zu sich und hält ihn. Großvaters Bett war mir ein Nest, als ich ein Junge war. Ich kroch hinein in meine Nöten, um mein Weh zu heilen. Oder ich lag mit ihm zusammen darin und ließ mir von ihm Geschichten erzählen. Wir lagen auf dem gleichen Stroh, das wir in der Scheune hatten. Der Strohsack war mit einem Leinenlaken überdeckt. Und der Strohgeruch und der Geruch des Leinenlakens mischten sich mit dem Altmännergeruch des Großvaters. Und der Mischgeruch ging in meine Erinnerungen ein. Großmutter? Mathis. Großvater? Hier werde ich zeigen, hier werde ich abstrafen, wer ich dir. Du tuck endlich Knollen her, ich soll bei dem Knochenmann nicht mehr weisen, Kund. Das Weib will mir verhungern lassen. Großmutter, er ist nicht mehr der, den du kennst, Esau. Esau will ihn berühren, Großvater. Pass mir nicht an. Du nicht! Großmutter, er denkt, du bist der Tod. Esau, es ist nicht mehr mein Großvater, der Bewächter meiner Kindheit, der hier randaliert. Wir alle bleiben nicht, wie wir sind. Eine kleine Veränderung kommt zur anderen und eines Tages sind wir wer ganz anderes. Großmutter, Mattes, das ist doch Esau. Großvater, Esau? Esau, du lässt mir hier alleine. Scher dir fort, ich will dir nicht mehr sehen. Und du tuck endlich Salat herschaffen, ich soll mal verhungern. Großmutter, siehst du mal, was ich durchmache? Großvater, Esau, du bist doch noch mal früher geworden. Du wirst auch wieder Salat geben. Jetzt kommt er. So, das war Großvaters Tod. Ich will nur noch Rat geben, sagt Erwin. Ich will nur noch Rat geben, wenn ich drum gebeten werde. Und auch dann noch zögernd. Erfahrungen sind wie eingetragene Anzüge. Sie passen einem anderen nur im glücklichsten Fall. Die Plätze, an denen ich ein Stückchen Poesie greifen konnte, um es in Worte zu fassen, suche ich gern wieder auf. Etwa wie ich in der Jugend die Plätze wieder aufsuchte, an denen ich in Liebe mit einem Mädchen saß. Da war auch schon sehr weise und sehr krank. Meine Feste sind die Augenblicke, in denen ich spüre, dass mir eine Arbeit gelingt und Gespräche über die Welt und die Kunst, Gespräche über die Arbeit mit Eva oder mit guten Freunden, aber hauptsächlich mit Eva. Hasenmaretein. Strittmatter ging zum Schluss nicht mehr gern in die Akademie zu seinen Kollegen. Er wurde dort immer verhöhnt. Hax war über ihm. Hermin nannte er auch einen arroganten Snob. Und er war nicht ganz fehl in seiner Beurteilung gegangen. Das waren bürgerliche, das waren hochgebildete, kultivierte Menschen. Und Strittmatter, wie gesagt, ohne die DDR nicht denkbar. Einer von ganz unten. Er wurde nie anerkannt. Und Eva sagt, er hat bis zum Schluss an Minderwertigkeitskomplexen gelitten und sich sehr darüber geärgert, dass er eben nicht anerkannt wurde von seinen eigenen Kollegen und auch nicht von Kollegen im Westen. Der große Papst, der Literaturpapst Reich Ranitzky, nannte ihn immer den Löns des Ostens. Und ich meine, wir sind 38 Sprachen der Welt übersetzt. Für mich ist Erwin Strittmatter mehr als der Löns im Osten. Aber das kann jeder für sich entscheiden. Ich lese ihn immer wieder gern, weil der hat das, was so wichtig ist für uns.
Nicht das Hohe, das Hehre, das Edle, das Griechisch-Orthodoxe oder was auch immer. Das ist das Erdige, das Normale, das ganz Einfache. In seiner Literatur riecht es nach Stall, nach Tieren, nach Menschen. Das ist so normal und so schön, dass man sich wiederfindet, dass sich eigentlich jeder wiederfindet. Und wenn das Literatur vermag, ist es Literatur der höchsten Qualität, jedenfalls für mich, der ich auch schreibe. Ich habe 4 oder 5 kleine Büchlein geschrieben, eine Hefte, du hast da alle, ne? 5 sind es. Da sind Erzählungen drin, die Geschichten, und ich stehe in der Buchhandlung, in der Jubel-Dubel, wie heißt das Ding jetzt? Ja, die waren unsere Jenny Marks, Buchhandlung in Cottbus, da stehe ich neben Strittmatter in dem Regal. Und das ist mir Genugtuung. Und einmal ging Erwin noch, schreibt Eva in die Akademie der Künste, aber er sagt, das war furchtbar hager, das war unser Politchef, kam immer in der Hände, unendliche Reden, alles schlief, alle waren schon auf Perestroika und Glasnost eingestellt und Gorbi auf den Straßen, aber unsere Oberen, genau wie die jetzigen Oberen, vollkommen hinter dem Volk hinterher, gar nicht in der Lage, es überhaupt nur im Entferntesten zu begreifen und einzuschätzen. Und da ging Erwin doch nochmal in die Akademie der Künste und hat seinen Kollegen folgende Geschichte vorgelesen. Und es soll gelacht worden sein. Ich weiß nicht, viele aus dem Westen zu uns gekommen, im Gäste, hier mein Ösi zum Beispiel oder mein Karl Valentin-Vertreter aus München. Also der Erwin Geschonek ist ein ganz großer DDR-Schauspieler gewesen, der auch am Berliner Ensemble lange Zeit gespielt hat und der über 100 Jahre alt wurde und der auch im KZ gesessen hat und der auf Kap Arkona versenkt werden sollte, überlebt hat, war ein langes Leben mit vielen Frauen, mit vielen schönen Filmen verbracht hat danach. Ein großartiger Mensch und ein ganz toller Künstler. Wir kennen und verehren ihn. Bloß für euch, der sah Erwin verdammt ähnlich. Und jetzt gleich nochmal nebenbei, bevor ich mich dann hier dünne mache. Wenn ich neben Knut Strittmatter, dem ersten Sohn, seinem Ältesten jetzt inzwischen, ne, sitze in Burgsdorf im Garten und habe dann meine weiße Mütze auf, so eine Leinenmütze und noch ein Leinen, natürlich ein Schauspieler, der tut, was er kann, dann sagen die immer, sind sie es oder sind sie es nicht? Und dann bin ich geehrt, dann fühle ich mich geehrt. Aber das nur nebenbei. Jetzt kommt die Geschichte Hasen nach Altheim. Nee, das ist die andere, wartet mal. Die ist diese hier. Ja. Geschonek ist dieser Schauspieler. Ja, die DDR-Leute müssen den kennen. Der hat ja nur unheimlich gefilmt. Kabit und Sauerampf war hier. Wir wissen ihn auch vor den Petershagen. Naja, also die Geschichte geht so. Geschonek und ich. Weiß der Teufel, weshalb mich die Leute mit Geschonek verwechseln, sagt Strittmatter. Eine Weile glaubte ich, es läge an unseren Bärten. Dann ließ sich Geschonek seinen Bart abrasieren und ich blieb erst recht Geschonek. Ich kann Bücher und Bücher schreiben, Romane, Gedichte, Erzählungen, sogar Theaterstücke. Ich bleibe Geschonek. Sobald ich mich auf den Straßen einer Kleinstadt blicken lasse, bleiben die Leute stehen, Radfahrer sogar, Autos halten an. Sind sie es oder sind sie es nicht? Ich sage sofort, ich bin's. Wirklich nett, dass Sie unsere Stadt mal besuchen. Ich sage, hier gibt's Sauerkraut. Die Rolle des Peters Hagen in Gewissen und Aufruhr haben sie wunderbar gespielt. Ich sage, die Rolle des Großbauern in Strittmatters Katzgraben bei Bertolt Brecht am Berliner Ensemble nie gehört, nie gesehen? Nee. Ja, die Leute haben das nie gesehen. Wir wissen, wir sind ja schlauer, wir wissen, dass das ja eine von seinen 2 Stücken war, inszeniert wurde. Die Leute zuckten mit den Schultern, nie gehört, nie gesehen. In Lokalen und auf U-Bahn-Stationen der Hauptstadt werde ich um Autogramme gebeten. Ich gebe reichlich und gern. Immer Erwin Geschonek. Dann sprach ich mal mit Geschonek darüber und der sagte, das tust du wirklich? Ich sagte, es fällt mir schwer, die Leute zu enttäuschen. Aber das ist ja eine Urkundenfälschung. Eine halbe nur, sag ich, eine halbe nur, mein lieber Freund. Immerhin heiße ich ja auch Erwin, ja. Ich
habe ich denn verstanden? Erwin, ja, ja. Ach, Kinder, es geht alles weiter. Ich nahm mit Gershonek an einer Veranstaltung in Zorbich bei Bitterfeld teil, auf der Künstler herumgereicht wurden. Der gemütliche Teil der Veranstaltung wurde mit Tanz umrahmt, was daher gleich kommt. Gershonek saß auf einem Barhocker an der Theke, ließ sich volllaufen. Ich leider nicht. Ich wurde getanzt. Eine Dame holte mich und ich wusste sofort, dass ich wieder Gershonek war. Und ich versuchte mich in letzter Minute zu retten. Aber ich tanze ganz schlecht, nähe Frau. Die Dame sagte, aber Herr Gershonek, du sitzt immer still. Ich habe sie doch in Karbid und sauer und tanzen sehen. Sie tanzen doch wie eine Feder. Nur einmal konnte ich in meiner Laufbahn als Gershonek einen kleinen Erfolg erringen. Es war in der Pause einer großen Konferenz und die Teilnehmer standen in Gruppen auf den Gängen. Ich stand mit Gershonek zusammen. Zwei Mädchen aus der Freien Deutschen Jugend steuerten direkt auf uns zu und Gershonek behauptete, die wollen natürlich ein Autogramm von mir. Die Mädchen gingen tatsächlich auf Gershonek los. Dürfen wir sie einen Augenblick stören, Herr Strittmann? Ah. Ich verschwand sofort hinter einer Säule und ließ Gershonek mal Strittmann da sein. Das gönnte ich ihm. Es war eine kleine, schmutzige Rache. Es war die Rache des Mannes im Schatten. Aber das ist lange her. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, Gershonek zu sein. Und meinen eigenen Namen habe ich fast vergessen. Nein, sofort kommt die nächste Geschichte. Kommst du morgen früh bei der? Morgen früh komme ich aber ganz viel ernst mit Texten von Juri. Ja. Übrigens, Juri Koch kann ich gleich sagen. Juri Koch ist ein sorbischer Schriftsteller, sorbisch-deutscher Schriftsteller, ein sehr verdienter nach Dresden, also der bedeutendste in unserer Gegend. Und der hat unter anderem auch vor Jahren diesen Landvermesser. Das sogar dramatisiert, das wurde dann in Bautzen am Theater gespielt, da habe ich schon mitgewirkt und dann hat mich der Regisseur vom Fernsehfunk, der Conny Herrmann, entdeckt und ich durfte, du passt auf, und ich durfte in dem Film, der hieß Rublak oder die Legende vom vermessenen Land, Juri Kochs Urthema, die Vertreibung aus der sorbischen Gegend wegen der Kohle, das ich morgen früh auch vorlesen werde, ein ganz trauriges Thema. Ein wichtiges Thema, ein ewiges Thema. Und der hat mich dort engagiert. Und nun passt auf, ich hatte das große Glück als Greenhorn. Ich war so richtig, also noch vernünftige Ahnung als Schauspieler. Und ich durfte neben dieser Doris Thalmer vom BE, die hat schon unter Piscator gespielt, neben der spielen, der alte Wiener Jüde nebenbei. Dann durfte ich spielen mit diesem wunderbaren, mit der Tochter von Schall und Barbara, also mit der Johanna Schall. Kurt Böwe, einer unserer kräftigsten, besten Schauspieler. Und ich mit Kurt Böwe, ich durfte ihn, er ging mir an die Binde und ich habe ihn. Das ist mir widerfahren. Es ist ein ganz großes Glück, wie man im Leben immer durch Zufälle Glück erfährt und eben auch Unglück. Ich sage euch das ganz, ganz ernst, weil ich auch auf der Schnauze lag in meinem Leben. Aber insgesamt habe ich immer gerne gelebt. Und in diesem Film natürlich auch gerne gespielt. Schade, dass wir den nicht zeigen können. Ein Schwarz-Weiß-Film von hoher Qualität, der war in der DDR dann verboten wegen dieser Thematik. Und kam dann später, er wurde gespielt, aber so in Kirchen und so im Untergrund so ein bisschen. Und später habe ich ihn dann mal in Gänze gesehen, bei der Retrospektive beim Filmfestival hier in Cottbus. Und ich war begeistert von der Qualität dieses Films. Ernsthaft, kein Schnulli. Also sowas wie der Bockerer für Arme. Also ein richtiger guter Film über diese Fakten, über das Sterben des Sorbischen. Sehr, sehr schöner Film. Ja, das nächste Mal zeigen wir ihn euch. Ne? Der ist kurz. So, aber jetzt, achso, reicht es dir? Nö, wenn du so guckst, als hätte ich mich jetzt verstanden, dann kommt noch eine Geschichte und dann kann ich ja immer noch aufhören, oder? Ich kann euch auch ernsthafter werden, morgen früh wird sowieso sehr ernst.
Eva sagt, von einem bestimmten Tag an, ach nee, das hatte ich ja ausgeführt aus dem Kopf, das brauche ich nicht nochmal sagen. Aha, das ist noch eine hübsche kleine Geschichte, die heißt Hasennarre teilen. Das war noch eine Zeit, wo er gut drauf war. Hasennarre teilen. Man irrt, wenn man glaubt, ein Hase sei ein Hase und nichts weiter als das Stück einer Gattung, denn auch Hasen haben Charakter. Und es ist sicher nicht falsch, wenn ich sage, so viel Hasen, so viel Charaktere. Einer dieser Hasen, mein Vertrauenshase, hat sein Lager am Rand der großen Waldwiese und am Schirm einer kleinen Fichte. Manchmal passt es ihm nicht, davon zu laufen, wenn ich vorüberreite. Er hält die Ohren steif, starr die Stute an und verfolgt ihre Bewegungen. Ich verstehe das. Er hat keine Lust. Er denkt über was nach und ich kümmere mich nicht weiter um ihn, denn wenn ich allein bin, benötige ich die Anwesenheit meines Vertrauenshasen nicht. Wenn ich aber mit Besuch durch den Wald reite, kann es heißen, na Hasen habt ihr ja wohl keine. Dann reite ich an der Waldwiese geradewegs auf das Lager meines Vertrauenshasen zu. Und er springt heraus, wie vereinbart, und die Besucher schreien, herrlich, ein Hase! Ich weiß natürlich, wo sich mein Hase im Hut versteckt hat, stöbere ihn auch dort zufällig auf und die Besucher sind entzückt. Da, wieder einer! Und wenn ich den Vertrauenshasen aus seinem dritten und vierten Versteck scheuche, heißt es, noch einer, noch einer. Dann wird es meinem Vertrauenshasen zu albern. Er schlägt einen großen Kreis und rennt zurück zu seinem Urlager. Meine Besucher aber sind zufrieden und sagen, Hasen habt ihr ja hier noch und noch. So viel wir wollen, sage ich. Schmunzeln. So. Ich denke, über das Pornaschum muss ich nicht sagen. Also ihr habt es gehört, wie es klingt. So ähnlich klingt es wirklich. Und jetzt willst du mal sagen, hallo? Nein, ich wollte mich nur bedanken bei dir. Danke für den Abend. Und ihr seht ja, es gibt Menschen, die noch mehr reden können als ich. Was? Mon Dieu. Ich komme jetzt auch zu Wort, wenn du laufen wirst, dann auch. Von der Musik. Nein, die Musik spielt euch jetzt, wisst ihr nicht, wenn ihr ganz bis um 4 Uhr. Ja, genau. Aber Hauptsache sind halb 10 alle wieder am Platz. Und ich bin um halb 10 da und werde euch mit Juli Koch in Föhntöne beibringen. Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gehabt habe. Und vielen Dank. Ja. Machen, aber die sind falsch auf eine andere Weise hintenrum. Ich habe es gleich gesagt, also ich bin immer dafür, dass man so kurz anreißt und dann geht es weiter. Aber wenn wir das nächste Mal auftreten, sprechen wir uns ab und dann das gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt sage ich, was man in Sorbien sagt: Bonjour. Bonjour. Und jetzt dürft ihr euch auch wieder was zu trinken bestellen und wieder was. I don't know if you can see the changes that have come from me.